vraća sa novom serije. Sobie skompresuje i w ogóle nie będzie widać tej jakości. Będzie się bardzo wyższy. Lubię ostrości. Tekstury to może dać na wysokie. Tylko chodzi o pamięć. No i co, jakieś to się... Co to w ogóle jest? To chyba jest zrobione... To wygląda już mi na port. Bo te przyciski... Grafika, dźwięk, zobaczmy dźwięk. Ciekawe, że dostanę... Głośność muzyki, no mógł, to może... Może to trochę... Głośność menu, chyba mieć na myśli głośność muzyki w menu? Może o to chodzi? A nieważne. Język mowy angielski i polski. Wow. Serio. Po chińsku może sobie puścimy, ale będzie fajnie. Niemiecki, francuski. Perfruchte. Chiński. Po chińsku by sobie zagrał. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. No bo francusko to nie przejadę tego. Będzie mi się mieszało. Także puszczę to w chińsku. Bo jak ja będę miał po polsku teksty i gadanie po angielsku, to będzie mi się mieszało. No cóż, no najwidoczniej nie zrobię tego. Aha. Fajnie, że ktoś będzie miał język tekstu polski, a polski będzie wyświetlany. Dobrze. Nice. Tak, chcę pamiętać, jak się nazywa moja postać. Poproszę. Tak, chcę tło, bo chcę w stanie przeczytać, co napiszę. Bo będziemy teraz czytać tylko i wyłącznie. Nie przeźroczystość tła. Thank you.
aby się zaczynają w walce z ludźmi. Góry i ogień i inne zagrożenia narażą. No nie wiem. Zobaczymy, jak ciężko będzie. Mam nadzieję, że to można zmienić w trakcie rozgrywki. Specjalnie. Naciśnięcie, szybki bieg. Proszę. Chodzenie. Zabawanie. Dobra, to powinno być ok. Poziom trudności. Słyszałem, że jest bardzo ciężko coś przejść. Bo jest, że dużo bugów. Dużo błędów jest w grze. Będzie ciężko. Statyczne tło. O, nice. To co palić? Potrzebne. Nie udało mi się przejść do końca, bo jest po prostu za ciężka. Często się nie odpalają jakieś animacje, gra nie zajarzyła, że już przeszedłeś kawałek dalej i cofacie do początku i takie tam. Słyszałem, że to jest tak samo. To samo studio, te same błędy, te same problemy. Ale wizualnie ponoć jest bardzo ładnie. Bardzo dużo detali, szczegółów. Dajcie pince. Dobrze. Się blisko. Dobra, nie pasują, bardzo nie pasują te. Ciekawe, że można sobie tak zmieniać, tak się gry, to jest ciekawe. O, niemiecki, dawaj. No już się gra zbugowała. Der wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang, da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an! Eine Burg! Da will ich hin! Ja! Also gut, dann mal schnell! Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein! Ich schwitze wie ein Schwein! Tut dir nur gut! Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes zwei, Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. Vier, fünf, schnell, schnell! Sechs, sieben, atmen nicht vergessen, acht, mein König. Neun, zehn. Ich komme! Er kommt, er kommt! No dobra. Już nie przejdę grę. Ich rieche Angst. Ich, Lukas, der Heimtückische. Der Heimtückische hat euch erblickt. Es ist vorbei.
Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch aha, eine Chance. Sie mögliche, wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Eins, zwei, drei, so, vier, fünf, sechs, ja. Sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Er kommt hierher. Wo seid ihr? Ich kann eure Angst riechen. Oder ist das euer königlicher Mundgeruch? Könige stürzen nun mal. Ihr seid gewitzt, aber ich werde euch trotzdem finden. Soll ich jetzt schon? Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Seid ihr das, König Hugo? Mordejäger. Gefunden. Ihr habt meine Macht unterschätzt. Er ist zu stark. Oder wir sind zu schlecht. Oh, ich will noch mal. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Rennt ihr Narren! Dieses Mal zähle ich nur bis fünf. Na los, Amicia. Schnell, mein König. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich komme. Er kommt hierher. Diesmal lasse ich keine Gnade walten. Mein letzter Funken Herzensgüte ist verglüht. Amicia, los, schnappen wir ihn. Ja. Super. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, dass König Hugo nachts Äpfel isst. Woher weiß er das? Gute Frage. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Den Cape, ja. Ich hoffe, was kommt da. Amicia, das ist die falsche Richtung. Ja, gehen wir. So, schon mal gehe ich. Ich gehe. Ha, what the hell? Was ist hier? Und wie sind hier? Ich stehe so heute. Próbuję tutaj iść i nie mogę postać z tej miejsca. No okej. Okay. Jakiś tutaj jest cel? O, myślę, że można zresetować, tak jakby już wiedzieli, że są problemy z grą. Okej. No nie wiem, co nam powiedział. Idę w drugą stronę. Po co jest taki naramiennik z metalu? Co on robi? Co on ma za funkcję? On nic nie osłania. Nie wiem, co on do nas powiedział. Bo się nie skupiłem na tym, co tam gadali. No. Już właśnie mi się nie udało przejść do gry. Spoko, nie? Nie, co tam powiedział? Żabem nic nie mogę. Inwentarz nie ma nic, tabem też nie ma. Jakieś questy, że coś mi napisało na ekranie, co mam zrobić. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, nie ma problemu. Gut, bis dann.
Komm, sehen wir uns die ganze zusammen. Burg an. Zu Befehl, guter König. Czyli to jest wieża, widzicie? To był zamek. Ale... Mam iść trendy. To tamtym gościem można iść? No to są jakieś ruiny. To raczej nie jest zamek, co? Też są ruiny. A tam jest wieża. Jest wieża. To może będzie... Reszta obwarowa. Wojskowych. Łącznie z zamkiem. Amicia! Das ist die falsche Richtung. Ja, gehen wir. Aha, tam jest jakiś zamek. Już widzę. Aha. Jakaś ścieżka tutaj byłaby gdzieś może? Nie mogę iść? No nie ujadę sobie. Tam jest otwarty świat czy nie? Bo w krzaki nie mogę wejść. Okej. Okay. Który to jest rok? 93? 2000? Pierwszy Wiedźmin czy co? Przez krzaki nie można przejść? No, w życiu normalnie rzeczywistym, w realnym świecie normalnie można by przejść tak. No, co mnie zatrzymuje? Magiczna bariera. Skórki te jedynki. Tędy już też próbowałem wcześniej. No nie ujadę, nie? O, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nicht. Tędy ja. Muszę iść, a tamtędy König nie? König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich! Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Wow, so schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone! Feindliche Schiffe! Sie greifen uns an! Oh nein! Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie! Lass sie nicht vorbei! Zu Befehl! Meine Schleuder ist euer! Da kommt die Armee des Zauberers! Ich sehe sie! Wir retten euer Land, mein König! Versenkt! Ja, mach weiter! Da sind noch mehr Schiffe! Wir werden hier keine böse Magie dulden! Nur gute Magie! Ja, das gefällt dem König! Sollen sie kommen! Ich zermalme sie! Wir haben viele Feinde! Wiem, und sie bisher alle verjagt! Denn wir sind das Haus der Ruhm! Pytaniu. Hallo. Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir! Wow, du schießt ja gut! Du bist gut! Aber da kommen noch mehr! Und ich versenke sie! Unsere Verteidiger sind zu stark für sie! Soldat Tonor, feuer weiter die Kanone ab! Ja! Wir treten ihnen in den Arsch! In den bösen Arsch! Hey, ganz ruhig! Ihr jetzt beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen! Wir sind im Krieg! Keine Zeit für Manöver! So, verpasst ihnen den Gnadenstoß, Tonor! Hier kommt die Kanonenkugel! Oh nein, Hugo, geh in Deckung! Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie
ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Gut. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tono war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt! Angriff! Angriff! Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. No, aber nie wyważał drzwi w jakimś randomowym zamku, co? Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Raczej. Trzeba po cichu wejść. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. W którym momencie się ta fabuła wydarza? Czy przed, czy po? O, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke, das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. No. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Się wydaje, że tacyś rozbójnicy będzie się wprowadzili. I to jest dzieciak jakiegoś rozbójnika. Który uciekał przed wojną. Ale nie wiem, bo nie wiem, w którym czasie się dzieje. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest! Ihr geht nirgends! Hier! Er verfolgt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Ihr seid zu weit gegangen. Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen. Ihr dachtet wohl, wir kriegen euch nicht, was? Hier lang, da passt ihr nicht durch. Wohlverdienten Lohn klauen. What the hell? What the fuck? Co to się wydarzyło? Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Hier. Er verfolgt uns noch.
müssen einen Ausgang finden. Ihr seid zu weit gegangen. Aber darf ich nicht euch nicht gehen. Hier lang, da passt ihr nicht durch. Schnell! Ich glaube, die Rotor des Schiffs darf sich nicht schmal. Runter, schnell! Ich komm nicht wieder, ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast! Nein! Oh Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Bist du verrückt? Na, da Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. So. Od razu prosto do gry, co? Was soll dieser Lärm? Nie widać nas, serio? Achtung! Nein! Ty nie mogę... nie mogę walczyć? Wręcz? Nie mogę zapaść go za tę rękę? Zapaść mi tę siekierę? Du bist erledigt! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Ale nie wejdzie teraz. Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast! Wenn ich patsch, nein! Mein Gott, Matthias! Ah, dein so Schatz. Stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Bla. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Küche. Ja, schnell. Die sind verrückt. No, ale czemu on się wrócił? Czemu on się wrócił? Jetzt drüber, los! Die werden uns töten! Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein! Großvater! Czemu nie mogę walczyć wręcz? Normalnie bym go rozbroił. Patrz, z siekierką. Wycięcia drewna. Taką malutką. Patyczki byś tym zrobił. Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast! Nein! Mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Na, bitte, jeszcze mam młotek do tego. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Also, wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Mówiłem ja, tak, schnell. Ja. Die sind verrückt. Ah, bo jak biegają drogą na was. Dobrze wiedzieć, gro, że jest coś takiego jak hałas. Jak się... Du bastard! Du bist erledigt! Ich komm nicht wieder! A co jest, jak teraz pobiegnę? Moment! Kommt her! Wir sind Eindringlinge! Amicia! Przynajmniej się szybko ładuje. Du bastard! Du bist erledigt! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Podejrzewam. Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast! Nein! Mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Ich powoli. Ich powoli. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit uns machen? Jetzt drüber. Los. Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Ah, tego nie słyszał, nie? Jakie kadenz. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das nein, Haus. Großvater. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Co oni tego robią, ci ludzie? Czaj. Dobra, gro. Mam nadzieję, że się coś tam zapisało. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Weź sobie ten toporek i możesz nie walczyć. Nie, oczywiście, żeby nie weźmiesz.
To jest drugi. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Ich bin so stark, aber... Nie wiem, jak się tutaj patrzy dosłownie, nie? Tamten stoi plecami trochę, tak jakby. Bo ja w tych koszykach tej tam nic by nie widzieli. Mir jest schlecht, Matthias. Jest mir scheißegal! Ich... Was soll's? No nie wiem, czy on się nie obróci zaraz. Nie, no, możemy iść. Ich mach schon. Możemy spróbować. Die kommen nicht mehr her, das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. I co, mam wywać rękę? Rzut z ręki za pomocą kamienia. Ich wollte doch nur arbeiten. Versteckt sich hier noch jemand? Schnell jetzt. Tak, w skrzynce z narzędziami się ktoś na pewno ukrywa. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen Mama? Sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tona! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, ihr lebt schon noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. No dobra. Pytanie, czy o co chodzi w tej grze? No, chyba nie będę atakował tego gościa, co? No coś znowu... Może? Tak, sprawdzę sobie w niego, co się stanie. Nie mam tych kamieni nieskończoność, mam nadzieję. Może w niego rzucać jeszcze. Nic się nie stanie. On tam będzie stał i patrzył się w czuł. Okej. Hej, komm mit hoch! Schon dabei! Ja tego nie zauważył sobie. No dobra, ma koszyk na głowie. Powiedzmy, że okej. Chyba nie coś wylezie. I się schowamy. Hier. Dźwięki otoczenia w takim sposób. Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Po co im chodzi? Są pszczelarze? To nie jest strój pszczelarza. Ja miałem rękawice już. W tamtych czasach miałem rękawice. No, nie widział tego. Serio. Er hat uns was gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar! Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Der versteckt sich hier irgendwo. Na szczęście, wszędzie tutaj rosną jakieś zarośla w środku miasta. Co? No dobra. Czyli ty rozumiem, że już przeszliśmy. Amicia, die Töpfe! Könnte klappen. Masz spam. Wenn ich den hinter ihn werfe. Przytrzymaj prawy, by celować i lewy, by wybrać miejsce. Achso! Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schütz mich! Lauf schnell! On powiedział, że lauf schnell. Ich habe schon Halluzinationen. Wenn ich schon mal schon bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Co on robi? Patrzy się tu, nie? Nie wiem, czy się będzie.
verschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. Kogo potrafi przyciągać się przez trzymaj aut. No nie wiem, kamera się obraca w kółko jak... So, aber sei ganz vorsichtig. Alt trzeba trzymać, żeby... Nie, to już się zaczyna komplikować bardzo. Tylko tak, jak ktoś powiesił ptaka, nie wiem po co. Na los, Hugo! Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tonor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Schau, ich habe. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir! Wer sagt ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Pończu, no. Do roboty. Bardzo dobrze, przeziąłeś. No, ma się pierę. Baby Yoda. Już 40 minut minęło. Czarny ekran. Daję czarny ekran. Boże. Napiszcie się, że coś się ładuje. Gdzie jest rajski ptak? Pokemony? Bazowiec. Co mamy? Fenix czy coś? Co to mamy? Rajski ptak i zamięcie. Ale gruby. Co to ma być? Żoło kurczak? Zakrzywiony dziób, czyli żywi się patliną. Amicia? Coś tak trzęsie. Może to jest wizja? Tu mi nicht weh. Muszę to być jakiś orzeł? Wo sind wir? Purgatorium. Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte! Warte auf mich! Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein, bleib hier! Atmen! Atmen! Nie chciałbym wiedzieć, jak to później skończyć. Wo willst du hin? Ich muss zurück. Zostawiam ślady na tej piasku chociaż? Ich muss zu Amicia und Mama. No, obsrane te... Umyj ręce później, chłopak. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Ale przycina, nie o co chodzi. Nie coś z kamerą. Was?
Wo bin ich hier? Verpiss dich, Klaus. Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? George, Lukas? Mir geht's schlecht. Nein! Dobra, młody, nie odpalaj się. Es tut weh. Weź, wiesz. Bitte, bitte. Kogo ty prosisz? Hör auf zu schreien und hilf mir. Annika, w ogóle nawet nie wydaje dźwięku. Hilf mir. Such sie. Hilf mir. Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Was willst du denn? Du bist so laut! Schon gut, ich komm ja! Sterb ich jetzt? To jest pokolenie spowalniacz tej jednostki. No rozumiemy, chłopak tam czołga się i takie to. Możemy to trochę przyspieszyć. Będziesz pił tą wodę stojącą? Advent Children? Final Fantasy? Anyone? Es geht wieder weg. Keine Sorge, sag mal. Ja. Nein, ich sag mal, guck mal hier. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Muss ich jetzt nach mir warten, oder? Das haben wir hier. Złap kuraka, misja 2. Czarny ekran. Dalej jest czarny ekran. Okidoki. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Okay, ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah!
Halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Und was hier... Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schneider ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Ohne dich sind sie tot. Niech tam nie umrze, nie dramatyzuj, kupię. To jest bestimmt die! Zbaś tą kozę. Obczaj tą kozę. Koza z kamienia. Kogo się nie rusza. No i co teraz? Ich finde euch schon noch! Feiglinge! Trzeba ruszyć w którą stronę. Biegniemy kawałek, bo nie jaki ma zasięg do biegania, słychać jakie te kości nie będzie. A już mi się ta gra nie podoba. Dobra! Du brennst alles nieder! Was zur Hölle? Mir egal! Du hast meinen Sohn ermordet! Wow, nein, nein, nein! Lauf! Das Haus! Öffnen Sie bitte. Na, ich sah. Verglaschen. So. Warte. Ale się nagadał. Zdej mi ten naramiennik, bo ci ten pomaga mi się. Na los! Sie leben noch. Der Wagen, meine Schuhe. Hol die Schleuder, schnell. Na los, ja. Zurück. Wieder da. Boże, jakbyś chciała go uduszyć, to by 3 minuty zajęło. Sakra. Gdyby chłopak miał niepodobny wpływ. Ihr musstet ja wiederkommen. Das habt ihr jetzt davon. Super, das große war schon wieder bei uns. Komm, beweg dich. Konja, ktoś zabił. Ale droga. Hier ist Regen und hier sind Eindringlinge. Sie sind sicher hier runter. Dokładnie.
Rocco ist schon dran. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Und so, soll ich hier. So. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Wszystko się pali. Może byś się stąd wynieść najpierw. Requiem? Znaczy, że powrót do przeszłości, że coś na stronie, nie wiem, co was. Nie przetłumaczyli tego, także nie wiem, co znaczy. Nowo przybyli. Okej. Okay. Jeszcze 10 minut. Podejrzewam, że coś się ładuje. Tu. No. Mam jeszcze 8 minut. Sam tak to powoduje to. Nie mam. Ulala. Jakiś filmik. A co ty się dopiero zauważyłeś? Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ombrage. Ja. Toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Przed tym wszystkim, tak? Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es! Wytłumacz, dlaczego ona nosi ten nałokietnik ze zbroi, który w ogóle nawet nie wiem, czy on jest przymocowany magią. Masakra trochę z tymi filmikami. Trzęsie się kamera. Ist das ein Jahrmarkt? To jest dziura zabita z ihm. Danke! Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Aha. Was machen wir zuerst? Oh. Naja, was willst du denn sehen? Alles! Dann los! Hallo, Schweinchen! Gebratenes Fleisch! Kommt und probiert! No, bardzo wymagająca gra. Strasznie się wymaga. Hergehört! Hergehört! Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her! Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Das ist nur vorsorglich geschlossen, wegen der Schweine aus der Arena, weißt du?
Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Fürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Du verdammt! Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Sieh mal, die Fakt, sieh mal. Blumen. Holzkräuter. Oh, Ringelblumen. Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Frisch aus Korsika. Heute Morgen gefangen. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Sollen wir solche Zamki? Ja! Du bist toll! Das war knapp! Ja, gehst du jetzt irgendwie, oder? Nicht aufgeben! Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Pamiątka. Dobra. Lauten! Nur die Besten! Los. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Oh, da spielt jemand ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Das ist ein gutes Zimmer. Ja! Klasse! Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Die Leute hier. Sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon.
aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Nie wiedziałem iść. Podejrzewam, że może gdzieś tu. Robactwo. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Dobra, jest kaczenka. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Ładnie wykończony jest ten dom. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Warum dziwnie śpi? Bardzo dziwnie. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten! Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein?